Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Buser euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. In Kanada, da liegt doch auch das weiße Zeug, nicht? Das weiße Zeug ist Schnee. Aha. Aber das liegt nur, wenn es geschneit hat. Aha. Warum ist denn das jetzt gekommen? Da hat wohl jemand eine Sub dagelassen. Juhu, danke, Unbekannter. Ja, wir sind heute mal mit der Spedition Höhner unterwegs, weil ihr Trucker-Babes-Fan es unbedingt sehen wollt. Ja, naja, ihr steht halt auf Mädels, ne? Ich auch. Edeltraut. Darf ja jeder stehen, auf was er will, ne? Aber wir werden trotzdem mit der Firma hier fahren. Und wir sind jetzt gerade... Wir sind gerade in München und möchten in die Alpenregion fahren. Nach Österreich. Und deswegen, ja, wir haben eine ganz schön lange Tour vor uns. Müssen wir jetzt ein bisschen Schubpakete machen, bevor wir hier gar nicht mehr loskommen. Ja, kommen wir jetzt lang? Jo, passt. Oh Gott, ich habe ein Schild umgefahren. Naja, das lag vorher schon. Ich bin nicht schuld. Warte mal. Machen nur ganz normal, ja, hier so, Standlicht, reicht zu. So, ja, lass uns einfach mal eine Runde fahren. Ich war ja schon lange nicht mehr hier auf der ProMods unten in München und dann dachte ich mir, okay, dann nehmen wir doch unseren Scania mit richtig viel Dampf unter der Haube. Über 600 PS haben wir hier am Start. Naja, so muss es sein. Und dann geht es Richtung Alpenregion. Weil viele von euch oder, oh ja, doch einige, kommen ja aus Österreich. Ihr könnt ja mal schreiben, wer kommt aus Österreich oder wer lebt jetzt momentan in Österreich. Ist auch ein Ei, ey. Also nicht die Österreicher, sondern der Typ gerade eben. Und ja, Grüße gehen erstmal raus an die Altgenossen. Ne, Altgenossen sind Schweizer, ne? Oder? Ist ja egal. Jedenfalls aus den Alpen. Warum Alpgenossen oder Altgenossen? Naja, Drohsprache ist egal. Wir lassen es lieber. Ihr könnt mich ja da ein bisschen aufklären, wie es jetzt richtig ist. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal. Oh, ich muss mir erstmal richtig hinsetzen. Mir tut alles weh. Warte mal. Wir müssen hier rüber. Ja, das ist ja auch blöd. Das wäre ja fast in die Hose gegangen. So, 80 km/h sind drin. Katzenpaul ist natürlich wieder am Schlafen. Ich nehme das am Freitag auf, den 14. Weil, ja, muss man ein bisschen bemühen, ein bisschen schnell machen. Wir haben schon 18.14 Uhr, wo ich das Video aufnehme, weil Freitag, ihr wisst ja, ist ja der Tag, wo es dann wieder Livestreams gibt. Auf der ProMods Multiplayer oder halt überhaupt Multiplayer Euro Truck Simulator. Muss ja auch mal sein, ne? Community-mäßig muss man ja auch was zurückgeben. Sonst, ja, ist es halt nicht so mit den Mitgliedern, ne? Die mich da unterstützen. So, ja, schön ist es hier. Muss ich wirklich sagen. Schöne Region. Aber hier sind noch einige alte Assets, sehe ich hier gerade. Ne? Ein paar Bäume, die könnten durchaus neu sein. Was ist denn eigentlich mit der Autobahn? Gibt es hier gar keinen Standstreifen? Wir haben 312 Kilometer noch. Bin ja mal gespannt, wie lange ich hier... Oh, nee, jetzt muss da ein Auto kommen. Kann ich fahren? Ja. So, wir fahren jetzt Richtung Salzburg. Bienen-Salzburg. Bestimmt eine ganze Menge da unten los. Eieieiei. Jetzt muss ich mir echt überlegen, fahre ich denn über den Brenner? Brennerautobahn? Ich habe mich wieder richtig gut vorbereitet. Ja, eigentlich gar nicht. Ich habe einfach nur den LKW, dachte mir, oh ja, die Lackierung kannst du mal nehmen. Kam ja bei euch ganz gut an. Ihr wolltet unbedingt diese Lackierung auch sehen. Und dann habe ich einfach rausgesucht, wo könnte man eigentlich starten? Ach, München, ganz gut. Ach, in die Alpen. Na, noch besser. So läuft es dann eigentlich. Ja, und ich mache mir eigentlich auch
Großen und Ganzen gar keine Gedanken, über was ich denn eigentlich reden möchte. Ja, ja. So ist es. Ich bin noch an einer Sache am Überlegen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Das gibt's bei Steam. Da hat mir der Boti, da haben wir darüber nochmal geredet die Tage. Ich muss erstmal das Handy nochmal rausnehmen. Handy am Steuer, ungeheuer. Macht man nicht. Und da gibt's ein Programm. Da fahren wir rüber. Jetzt mal auf Bilder gehen. Ich hab's wieder vergessen, wie es heißt. Und zwar bei Steam FaceRig oder so. Also FaceRig. Das kostet ungefähr ja, 14, 15 Euro. Da, ich mache ja nicht mit Facecam, ne? Aber ich habe mir gedacht, so bei Livestreams könnte man ja durchaus so ein komisches Tierchen reinmachen. Eine Katze. So wie Katzenpaule. Also dann müsste ich mir eine Kamera, glaube ich, aufstellen. Ich weiß nicht genau, wie das so richtig läuft. Und die filmt dann mein Gesicht. Ja. Katzenpaule halt. Und dann quatsch ich halt so. Muss nur mal gucken, inwiefern ich noch eine Kamera habe. Ich habe eine, aber ob das so richtig läuft. Und wie das denn läuft. Ich glaube, ich habe eine Kamera. Ja, 15 Euro kann man ja mal ausgeben. Und das dann mal ausprobieren. Vielleicht habe ich es ja auch schon mal im Livestream mal angesprochen. Und ja, aber den Livestream hatte ich ja noch nicht. Dann würde ich mich nämlich da irgendwann mal dann ransetzen und das mal ausprobieren. Aber wahrscheinlich muss ich mir erstmal so eine Kamera kaufen, die das vielleicht kann, also mein Gesicht irgendwie aufnehmen. Muss ich da irgendwas machen? Ich habe keine Ahnung. Muss erstmal mein Gesicht wahrscheinlich scannen und sagen, oh wow, das können wir nicht verarbeiten. Ja, lass es lieber. Ah ja. Ey, weil so normal Facecam möchte ich jetzt nicht machen. Das soll doch noch ein bisschen privat sein. Find ich. Ach, hör auf. Ja, aber. Das ist aber wieder verrückt. Er läuft aber richtig gut jetzt hier auf der Autobahn. Noch 200 Kilometer. Ey, aber. Huch. Läuft richtig Knorke. Er soll lieber nach vorne gucken hier. Nicht, dass es hier noch Ärger gibt. Fährt der Bus nun schneller oder nicht? Na, wir holen mal. Ach, der ist hinter so einem Schwerlaster-LKW. Der schafft das nicht so richtig. Ah. Gut. So richtig ran komme ich jetzt auch nicht, weil er geht hier bergab und jetzt wird der auch dummerweise schneller. Na gut, haben wir geklärt. So, ich blinke, weil ich kann. Stimmt, total lustig. Also ich würde es auch nicht bei den ganzen meinen Videos reinmachen. Ich würde es höchstens dann beim Livestream rein dödeln. Was haltet ihr davon? Also vielleicht werde ich da nochmal expliziter mal Video machen und ausprobieren. Mal schauen. So. Ja. Sonst war eigentlich gar nichts. Also ich weiß ja gar nicht, wenn ich das Video raushaue, weil kann sein, dass es hier am Wochenende kommt. Am Samstag. Da werde ich wohl... Ja, wenn es Samstag kommt, dann werde ich definitiv ganz schön im Eimer sein, weil ich mit meiner kleinen Tochter alleine bin. Frauchen, die geht zur Hochzeit.
Da sollte ich eigentlich auch mit da gesagt, nee, kipp Bock. Da musst du auf das Kind aufpassen. Ja, aber hätte ich mir wahrscheinlich vorher überlegen sollen. Naja, das wird auf jeden Fall richtig tricky. Aber okay. Wir haben schon ganz andere Sachen nicht hingekriegt und dann werden wir das auch hinschaffen. Irgendwie. Wo bin ich jetzt richtig? Ja, bin richtig. Oh, jetzt ab in die Alpen. Oh, der prügelt hier lang, der Truck. Und ab auf die Piste. Oh, hier ist ein bisschen ruhiger. Die Wesen, die abbremsen. Hier sind immer noch überall noch Stellen, die ich noch nicht abgefahren bin. Eieiei, da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen zu tun irgendwann mal. Also die Promods werde ich wahrscheinlich nie richtig zu 100% abfahren. Das werde ich wohl nicht schaffen. Ich habe ja schon mit der Standardkarte meine Probleme. Bin ja gespannt, wenn Spanien rauskommt. Es gibt ja bei der Promods auch gewisse Bereiche von Spanien, welche ich denn schon ohne, dass ich das Spiel gespielt habe, die Städte freigeschaltet habe. Und jetzt merken wir langsam die Berge. Das muss auch mal sein. So. Ach, guck an, jetzt geht's ab in den Tunnel. Ah, der Blinker geht ordentlich. Ja, sieht gut aus. Ja, schön. Freunde, sehr schön. Ich finde, das Interieur gefällt mir richtig gut. Und der Farbe. Eieieiei. So. Ach, nur 100 Kilometer. Ey, ich hätte jetzt nie gedacht, dass wir so schnell hier durchkommen. Und wir haben mit den Bergen eigentlich gar nicht so viel zu tun, ne? Oh ja, und jetzt wollen die Österreicher und die erste Cola haben hier. Naja, gut. Oh. Und los geht's. Ah, Edelfraut. Ah, warst du schon mal in Österreich mit mir? Na, dann wird's ja mal Zeit. Ich bin auch nur immer durchgefahren. In Österreich, also. Eigentlich kann man sagen. Nicht viel gesehen, das war. Vorletztes Jahr war es. Wo wir nach Kroatien gefahren sind, ja. Die Zeit vergeht aber auch übelst schnell. Das ist ja schon über 2 Jahre her jetzt. Stimmt. Ich habe ja sturmfrei im Sommer, weil ich die Familie nach Kroatien schicke. Jeder muss sich ja um Katzenpaule kümmern, ne? Ey, das ist dann für mich immer ein bisschen Entspannung. Einfach mal für mich sein. Ohne Familie. Keiner, der da ist. Ah, ist das schön. Ich glaube, jeder Kerl versteht, was ich meine. Aber ich denke, auch eine Frau versteht das. Jeder einfach mal Ruhe. Keiner, der nach Hause kommt und, ach, das und das musst du noch machen oder irgendwelche anderen Sonderwünsche. Einfach nur Tür auf, Katzenpaule guckt ihn an, kriegt sein Fressen und dann ist alles gut. Dann kann ich mich schön gemütlich
erstmal eine Pizza machen. Also richtig schön ungesundes Essen werde ich auf jeden Fall hier reinzwirbeln. 14 Tage. Und da werde ich mir dann abends richtig schön am Rechner setzen. Na, nicht ruckeln hier. Und Livestream machen. Vielleicht mit diesem komischen Tierface hier oder mal gucken. Ich muss ja da ein bisschen entspannt bleiben. So, ach komm, wir stellen uns gleich hinter das Feuerwehrfahrzeug. Fahrzeug ist ja ganz interessant. Die Feuerwehr. So. Sind wir jetzt durch die Berge durch? Kommt jetzt noch was? Musste jetzt einfach sein. Sorry, Jungs und Mädels. Ich musste jetzt ein bisschen stänkern. So, die letzten Kilometer. 55 Kilometer noch. Also nichts Besonderes jetzt an Bergtouren. Wir sind quasi hauptsächlich hier auf dem Brenner unterwegs. Wenn es der Brenner war. Und durch so einen übelst langen Tunnel. Aber ich glaube nicht, dass es der Brenner ist, ja. Ich kann ja mal kurz die Karte zeigen, wo wir jetzt hier gerade langfahren. Ja, wir fahren hier lang. Ich denke mal, das wird eher hier bei Innsbruck sein, ne? Das ist ja nach Innsbruck, die A22, ne? Wir fahren ja jetzt die A1. Ja, was weiß ich. Nach Graz fahren wir. War das Graz? Ich habe jetzt, ich habe nur irgendwas gesehen. Hm, egal. King of the Road. Ich bin eigentlich immer sehr zufrieden, wenn ich nie so viel Auto fahren muss. Und hier sitze ich jetzt hinterm Steuer und fahre eine Runde Euro-Taximulator. Eieieiei. Eine verrückte Welt heutzutage. Man setzt sich nach Feierabend noch hin und fährt nach einer Runde LKW. Naja, warum nicht? So, Bus. Ich habe auch immer wieder Bock, mit dem Bus zu fahren, aber ich finde, hier einen richtigen Bus, sind alles so südamerikanische Busse. Und wenn es normale Busse sind, dann haben die jetzt keine Lackierung, mit der man sich hier irgendwie blicken lassen kann, ja. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier Rio de Janeiro oder Brasilia Lackierung hier auf dem Bus habe. Das ist ja nicht zielführend, ne? So, wir sind ja da. Aha. Sehr schön. Bleiben alle stehen jetzt so? Oh, gut. Einmal frei. Dann rüber, die Luzi. Aber man merkt schon, dass die Region hier doch in die Jahre gekommen ist. Darum fahre ich jetzt die auch nicht mehr Graz, doch, richtig. Darum fahre ich hier auch nicht mehr so oft lang. Ach, da ist ja die Feuerwehr wieder. So. Ach, die letzten Kilometer. Das ist wahrscheinlich nur 1 Kilometer, sind wir da. Ah, eine Scania-Feuerwehr. So, jetzt nicht abbiegen hier. Ah, hier. Zei? Polizia? Und wieder eine Ampel. Na ja. Ah,
Weil wenn ich immer so gucke, auch jetzt im Real Life, viele LKWs haben gar keine Tankabdeckung, ne? Also so eine. Oh, du musst jetzt hier rumfahren oder was? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hier. Ja, klar. Jetzt habt euch nicht mal so. Die Feuerwehr. Krankenwagen. Ich hab's natürlich wieder. Die Ärmsten, die stehen da hinten und müssen warten, bis die Ampel rot ist. Grün ist. Oh, los hier. Ja, aber wie gesagt, ich muss sowieso erstmal warten. Finanzamt will erst nochmal ein bisschen, bevor ich jetzt nochmal wegen diesem Programm da, ich muss erst noch für das Finanzamt einiges zurücklegen und dann werde ich mir dann mal Gedanken machen, falls ich das dann wirklich mache. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was für eine Kamera man benutzen kann. Ja. Also es wäre ja mal ganz interessant. Ach komm, wartet mal. Ich hab mal. Ja. Ich mach mal was auf. Wir gucken uns das gleich mal an. Und dann zeige ich euch mal, was ich meine. Was ist denn das? Ah. Ich muss noch leicht warten. Ah, hier. Okay. Und zwar das hier. Das ist das, was ich meine. Ja. Da kann man halt hier so ein Gesicht. Also ich kann es ja mal ein bisschen größer machen hier. Und ja, ich habe das jetzt so, machen wir ein bisschen größer. Und ja, dann würde das hier alles so ablaufen. Könnt ihr auch mal ein bisschen. Ja, dann nimmt er mein Gesicht auf und dann macht er das quasi so nach. Ah. Ach, das ist. Ja, das habe ich bei irgendeinem YouTuber gesehen, der so einen Hund hat hier. Und jetzt ist natürlich die Frage, was könnte man nehmen hier? So eine Katze oder so, ne? Oder so einen richtigen Soldier. Ja, es ist einiges zur Verfügung. Ich weiß jetzt nicht mal, wie der heißt, der YouTuber. Das ist ein Deutscher gewesen. Aber okay. Ja, aber wie gesagt, das ist die Frage, ob man sowas machen sollte, ne? Gut. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt hier Feierabend. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein bisschen informieren und man kann ja immer mal wieder so auf andere Sachen eingehen in so einem Video, aber ja, schreibt es mal rein, was ihr davon haltet, hier zum Schluss, ne? Für die Leute, die bis jetzt da geblieben sind. Ja? Also, ich bin erstmal raus. Ich mache einen Fisch und sage, haut rein. Macht's gut. Bye, bye.